und herzlich willkommen auf dem Filmkritik-Kanal zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Und heute kommen wir zu einem richtig geilen Trailer-Check, und zwar Exodus, Götter und Könige. Viel Spaß damit! Ramses, ihr seid gemeinsam aufgewachsen wie Brüder. Gebt aufeinander Acht. Jederzeit. Du weißt, dass etwas nicht stimmt. Du hast es immer gespürt. Deine Eltern haben dir nie die Wahrheit erzählt. Welche Wahrheit? Im Jahre deiner Geburt gab es eine Prophezeiung, dass uns ein Anführer geboren würde, der uns befreien wird. Und dieser Anführer bist du, Moses. 400 Jahren der Sklaverei sind die Dinge hier sehr viel schlimmer geworden. Lass dir sagen, Bruder, du musst sie freilassen. Ist das eine Drohung? Ja! Moses und seine Familie müssen sterben. Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Das bist du. Und wann wirst du mich verlassen? Niemals. Wir werden sehen, wer von uns besser tötet. Du oder ich. Ramses! Soll mich das demütig machen? Das tut es nämlich nicht! Ich komme, um dir zu sagen, dass etwas bevorsteht. Das jenseits unserer Macht liegt. Es geht um das Überleben Ägyptens, hast du verstanden? Wer hat dir das erzählt? Gott. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott! Folgt mir und ihr werdet frei sein! Wir sollen 400.000 Sklaven gefangen nehmen? Wir nehmen überhaupt niemanden gefangen. Es liegt ein Meer vor uns und eine Armee hinter uns! Macht euch bereit! Ja, meine Freunde, wie findet ihr den Trailer? Ich finde ihn richtig, richtig geil. Allein diese Bestrafung, diese... Ja, diese Verbote, die von den Geboten, diese Bestrafung, das kommt richtig geil rüber, richtig so, also Freunde, ich kann euch nur sagen, ein richtig geiler Film. Christian Bale geht in seiner Rolle wieder richtig auf, jede Rolle, die er spielt, er geht richtig drin auf, und es geht einfach um die Person Moses, wie sie von seiner Familie, beziehungsweise von seiner Herrschaft verbannt wird und sich selber durchschlagen muss, beziehungsweise durchschlagen will und irgendwo wieder zeigen will, dass es auch Gerechtigkeit und dass es eine freie Meinung beziehungsweise auch ein freies Leben geben muss und man sich nicht immer gleich versklaven muss. Und das finde ich richtig geil. Es ist einfach aus der Geschichte, aus dem Zweiten Testament ausgenommen, Moses. Und finde ich einfach richtig, richtig geil und ein richtig geiler Film. Den kann man sich gerne mal angucken, der kommt zur Weihnachtszeit. Und ja, meine Freunde, ich kann einfach nur sagen, ein richtig geiler Film. Und alle diese Sequenzen und diese Bildformate und das alles, das kommt so gut rüber und so geil und so perfektioniert, dass man merkt, die haben sich richtig Zeit und richtig Mühe für den Film gegeben und man kann sich den definitiv angucken. Aus Gottes Hand gemacht, würde ich ganz ehrlich sagen. Ein richtig schöner Film. Christian Bale in der Hauptrolle als Moses finde ich auch mega geil. Passt mega zu ihm. Und man weiß einfach, das ist ein Action-Typ. Der kann das, der macht das. Und wie auch in diesem Film, er geht wieder voll drin auf. Er zieht sich voll in seine Rolle rein und geht voll drin auf. Und das finde ich einfach an Christian Bale einfach richtig geil. Und ja, meine Freunde, ich kann euch den Film nur empfehlen. Wenn ihr den gucken wollt, geht ins Kino. Er kommt zur Weihnachtszeit raus. Also ein richtig geiler Film. Hat auch was mit der Bibel zu tun, hat ein bisschen was mit dem Testament zu tun. Beziehungsweise... ist einfach ursprünglich davon, von Moses. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Kommentar und einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch über Kommentare, was für Filme, was für Filmtrailer, beziehungsweise was für DVD-Checks ihr gerne haben wollt, würde ich mich auch gerne darüber freuen. Und ja, morgen kommt der neue Kindertag und Samstag ist wieder DVD-Check. Bloß es gibt immer so Sachen, wo ich dann sage, den Trailer ziehe ich erst vor, bevor ich einen DVD-Check mache, weil das ist immer so ein bisschen hintergestellt. Das ist dann kein Problem. Ich hoffe, das ist auch bei euch kein Problem. Schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Kindertag von mir für euch. Und bis dann, einen schönen Abend, schönen Morgen, schöne gute Nacht.
Bis morgen. Tschüss.